Ja, Hallo. yeah, hallo. Und wir werden schon wieder von einem Zombie angegriffen, jetzt nicht mehr. So, Yo, Path of Exile, Hack and Slay. Oh, er ist wieder aufgestanden. 100%ig kostenfrei. Und es macht sehr viel Spaß. Ah, es war ein Nekromanzer, deswegen ist er aufgestanden. Genau. Ja, wir befinden uns hier im Moment. Oh, ich habe gerade ein Skill-Upgrade bekommen. Wir befinden uns jetzt hier gerade in einem Dungeon, weil wir Brutus töten müssen. Ja, den Brutus, den Bösen. Schuft. Meinst du, das ist der Sohn vom Cäsar? Der Sohn von Caesar. Ja, Brutus. Du meinst Brutus, der Caesar getötet hat. Ja, der war nur einer von denen, der zugestochen hat. Das war der ganze Senat, der den Cäsar abgeschlachtet Ja, hat. schon klar, nur Brutus war nicht der Sohn. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Er war lange Jahre der Sohn. Der Weil, leibliche Sohn. ja, es wurde, die Wissenschaft hat sehr lange gesagt, dass es der Sohn ist. Es gibt ja auch diesen legendären Ausspruch, auch du, mein Sohn Brutus. Aber jetzt habe ich in letzter Zeit immer gehört, dass das wahrscheinlich gar nicht der Sohn war. Ich habe noch nie gehört, dass das sein Sohn sein sollte. Oh mein Gott, da siehst du mal, wie du informiert bist. Nein, ernsthaft. Nee, Brutus war, also war, ja schon, also die Wissenschaft hat die ganze Zeit, auch wegen diesem Ausspruch, haben die gesagt, das wäre der Sohn von Cäsar. Aber was da jetzt hundertprozentig richtig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Als ob die noch Weil, wissen, was der damals gesagt hat, als er gestorben ist. ja, das Dieses ist ja, das ist auch ja, du, Brutus, auch also du so mein richtig dumm. Sohn Brutus. Also das ist ja alles notiert. Ja, Also, stand einer daneben und hat so, ja, so, seine letzten Worte, ja, natürlich. Wenn jemand wie Julius Caesar erstochen wird, dann wird das schon mitgeschrieben. Es ist halt nur die Frage, ob das wörtlich gemeint war mit meinem Sohn oder nicht, ne? Und wieso stehst du eigentlich schon wieder im Infight? Ich weiß es nicht, du kommst ja nicht nach. Ey, Nicht seltsam erzählen. ich bin hier mit Zombies am Kämpfen. Ja, ich auch, wie Aber gesagt. du bist doch an den Zombies vorbeigelaufen. Ja. Ja. Weil ich nachgedacht habe über das, was du mir erzählt hast. Ja. Und dann konnte ich nicht mehr weiter nachdenken, was ich hier mache. Sondern bin nur noch gelaufen. Jo, nee, also das war halt die allgemeine Meinung, dass aber, beziehungsweise jetzt in letzter Zeit höre ich das immer erst also in Dokumentationen und sowas wird dann auf einmal nicht mehr gesagt, dass der Sohn ist. Vielleicht gab es da irgendwelche bahnbrechende Erfindungen oder Erkenntnisse. Glaube ich immer noch nicht. Was? Also, das hat. Nee, ich hab. Nee, das kann nicht sein. Ich habe schon viel über den gehört und gelesen, gesehen und so. Ich habe noch nie gehört, dass das sein Sohn sein soll, dass sie gedacht haben, das wäre sein Sohn. Jahrelang. Das war schon, wo mein Vater in der Schule war, wurde das gelehrt. Bei mir wurde es auch an der Schule erzählt. Das war eigentlich bestätigt, aber jetzt nicht mehr. Aber ist ja auch egal, jetzt schwätzt man schon die ganze Zeit über dich und deinen Vater. Guck mal, hier oben ist noch eine Tür. Wir müssen unten lang. Aber hier ist eine Tür. Ja, nee, da waren wir doch schon. Nein, die ist zu. Guck Oh, mal. guck, wir sind von der anderen Seite Aber die ist reingekommen. zu, Komm guck auf mal, die die ist auch Karte. zu. Guck mal, hier sind überall Monster. Ja, und ich auch Ja, eins. das war ein blaues Verrottendes. Rotting Dam. Ja. Rotting Yeah. Dam. Aber hier ist noch ein Chest. Oh. Wir Ey, guck müssen mal, wie hier. geil die aussehen, diese Schatteneffekte, wie der jetzt da gerade aus dem Dunkeln rauskam. Das sah richtig dick aus, ey. Ja. Runter müssen wir jetzt. Ja, ich finde es schade, dass das Spiel aber keine Physik-Engine hat, wie halt Diablo 3 oder Titan Quest. Das finde ich echt doof. Das können sie echt nur irgendwie mit reinbauen, aber ich glaube, es wäre eine viel zu große Veränderung, das geht nicht mehr. Keine Ahnung, aber was würde das denn bringen? Es sieht schöner aus, denn dann weißt du, wenn man dann halt mit einem fetten Morgenstern draufschlägt, dann fliegen sie halt auch mal weit, gell? Das ist halt so, und da fliegen dann auch Berge und sowas runter oder Abgründe halt. So. Das Ja war bei gut. Titan Quest so super. Und
was Titan Quest als einziges Spiel hatte, von diesen Hack and Slays, was mir jetzt bekannt ist, war, dass die Gegner die Waffe in der Hand hatte, die man dann auch aufgehoben hat. Ja, das stimmt. Also das finde ich auch, würde ich auch noch voll cool finden. Genau, das stimmt. Da hatten, das ist, das ist mir auch noch in Erinnerung. Ach, guck mal, siehste, ich bin richtig gelaufen. Aberprissen. Du läufst mal jetzt nach, schon gewusst. Wüsste ich aber. Was ist das hier? Guck mal hier, die Statuen und so. Das sind schon, das ist ja Azteken. Ach, das sind eiserne Jungfrauen. Ja. Sehen auch so ein bisschen aztekisch aus. Da ist es aber auch nicht richtig wirklich geklärt, ob das wirklich so. Ob es diese eisernen Jungfrauen wirklich so gab in der Form. Was? Ja, hab ich letztens gelesen und gehört. Nein. In welcher Form jetzt genau? Naja, so, wie es halt, wie man es halt kennt, hier mit dem Spiel zum Beispiel. So mit Stacheln drin und allem. Ach, die findest du doch, die haben die doch gefunden in Folterkammern und alles. Was bist denn du für ein Hannebumble, ey? Was erzählst du hier für eine Scheiße da? Die haben die doch gefunden da! Mit den Knochenstücke. Mein Gott. Ja. Ich hoffe, dir ist aufgefallen, dass du dein Mikrofon ausgeschaltet hast. Wahrscheinlich ist der Jules schon wieder busy. Busy, busy, ne? Und jetzt sind wir hier kurz vorm Verrecken. Soll. Ah ja. Ja. Also ICQ ist gerade Skype ist gerade abgeschmiert. Oh Mann. Jo. Ich mach mal die Tür wieder zu. Ich kann die Tür nicht zumachen. Jo. Ich müsste jetzt eigentlich. Oh nein. Ich bin kurz vorm Sterben. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier irgendwo hin und versuche erstmal den Jules wieder zu erreichen. Weil das so geht das ja nicht. Stiehlt er sich einfach aus der Verantwortung. Ich würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Teil. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Bis später bei den Vorspielern.